Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für den zahlreichen Besuch. Und ich darf begrüßen unsere Gäste, den Herrn Bürgermeister Herbert Janschka. Für die Gemeinderäte gemeinsam den geschäftsführenden Gemeinderat Erhard Gredler, der für die Vereine zuständig ist. Und den Niki Patoschka mit Gattin, der die Wiener Neudorfer Woche organisiert. Dann den Herrn Professor Dr. Cendes mit seiner Gattin, der Leiter des Archives Wiener Neudorf. So, dann habe ich soweit alle, natürlich auch alle Damen und Herren. Ich bin sehr froh, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und wir haben heute die Ausstellung Maria Wondra, eine Malerin aus Wiener Neudorf. Und dazu wird dann meine Gattin ein bisschen was sagen. Und jetzt wollte der Herr Wondra was sagen. Ja, bitte. Nein, bitte, Herr Wondra. Brauchen wir das überhaupt? So, damit das Ding. So, von unserer Seite der Familie Wondra auch nochmal herzlich willkommen. Guten Abend. Unsere Mutter wird hier jetzt ausgestellt, oder die Bilder werden ausgestellt. Das zahlreiche Erscheinen. Ja, die Mutter kann man leider nicht mehr ausstellen, gell? Das ist. Zahlreiche Erscheinen überrascht mich, weil Fußballweltmeisterschaft ist. Jetzt gibt es ja gleich dann dieses Spiel Portugal-Spanien, ne? Das ist, muss ich schnell machen, gell? Ding. Ganz am Anfang möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei der Familie Grad, Frau Grad, Herrn Grad. Mein Bruder ist nicht mehr der Schnellste. Ich auch nicht. Der hat mir als Dankeschön einen kleinen Blumenstrauß überreichen von uns. Also es war ganz toll, wie Sie die Ausstellung gemacht haben. Vielen Dank, sie ist wirklich sehr schön geworden. Es gibt sogar auch einen Lebenslauf, eine Vita von unserer Mutter, darum brauche ich auch nicht so sehr viel sagen dazu. Ich möchte nur eines erwähnen, und zwar habe ich das jetzt gerade gesehen, dass das so schön ausgestellt ist von Ihnen, diese Burda-Bilder, also die Bilder von Modezeitschrift Burda, die meine Mutter ja nach dem Krieg gezeichnet hat, die also schon ziemlich wertvoll sind, auch vom Anschauen her. Also das wäre vielleicht was, wo Sie sich dann nochmal so ein bisschen reinziehen können. Ansonsten, meine Mutter ist also Wiener Neudorferin, aber auch Augsburgerin gebürtig. Ich wohne jetzt auch in Augsburg, da schließt sie der Kreis. Und sie ist nach dem Krieg ist sie dann mit ihrem Mann, der aus Wiener Neudorf oder aus Mödling kam, dann nach Mödling gezogen, beziehungsweise nach Wiener Neudorf. Sie hat dann nach dem Krieg eben diese Burda-Bilder gemacht, um sich ein bisschen was zu verdienen. Das hat nicht immer so hingehauen. Und dann ist sie später dann auch in eine Fabrik gegangen als Lohnabrechnerin und hat dann zur Pensionierung wieder angefangen zu malen. Das sind dann alles Werke, die in der Pensionierung entstanden sind, eben bis auf diese Burda-Bilder. Viel mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Genießen Sie die Bilder. Schauen Sie sich ein bisschen den Lebenslauf von meiner Mutter an. Ich wünsche Ihnen einen schönen, angenehmen Abend, einen schönen Aufenthalt und bleiben Sie gesund. Ich hätte nur gerne ein paar Worte dazu gesagt, wieso wir überhaupt dazu gekommen sind, diese Ausstellung zu machen. Ich hatte das Vergnügen, vor circa 20 Jahren die Frau Wondra kennenzulernen. Und zwar haben wir gemeinsam Porzellan gemalt. Und sie hat damals dann zu mir gesagt, meinen Sie es nicht, ich bleibe bei den Bildern. Und es war gut so, wenn man sieht, was sie da gemacht hat. Und dann durch die Unterstützung der beiden Söhne ist das jetzt Wirklichkeit geworden. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid und genießt den Abend. Dankeschön. So, darf ich jetzt unseren Bürgermeister bitten, die Ausstellung zu eröffnen? Ja, also auch von mir herzliches Dankeschön. Seitens der Fußball-WM ist diese Ausstellung perfekt getimt.
weil um 7 Uhr war das frühe Match aus, um 9 beginnt das nächste. Also es, wir hätten eh nicht gewusst, was wir jetzt tun, also sehr, sehr gut getimt. Ja, Eröffnung, Niki Badoschke schon angesprochen worden, ist der Organisator der Neudorfer Woche und wir haben eigentlich schon vor, wie wir die ersten Neudorfer Wochen gemacht haben, 17, 18 Jahre ist es mittlerweile her, immer schon den Freitag vorher haben wir gesagt, dann machen wir ein Opening, irgendeine außerordentliche Veranstaltung, die wir aber im Rahmen der Neudorfer Woche machen wollen. Und es freut mich sehr, dass ihr beide heuer namens des Vereines Altwiener Neudorf diese Ausstellung macht. Für mich ist es auch persönlich wirklich ein Highlight, dass man nicht nur, weil auch ich die Frau Wondra kennenlernen durfte, aber im Laufe der Jahre sowohl den Peter als auch den Franz Wondra wirklich sehr, sehr gut kennenlernen durfte. Ich muss mich entschuldigen, durch meinen Job kann ich meine Freundschaften momentan nicht so pflegen, wie ich es gerne hätte. Aber ich habe mich heute schon sehr gefreut, auch Marianne, auch dich und die Familie Wondra heute auch kennenzulernen. Ich habe dich nicht gefragt oder euch nicht gefragt, aber ich habe mir den ganzen Weg darüber gedacht, warum eigentlich Maria Wondra? Also danke, dass du das jetzt gesagt hast. Ja, also ich freue mich sehr. Sie hat mir damals, als ich einmal bei ihr sein durfte, ihre Burda-Bilder gezeigt, die mir sogar als kleiner Bur, damals meine Großmutter hat mir die immer wieder gezeigt, weil meine Großmutter es immer wieder nachgemacht hat, diese Schnitte. Aber ich wusste natürlich nicht, dass es eure Mutter war, die das gezeichnet hat. Ja, in diesem Sinne freut es mich erstens einmal heute fast schon inoffiziell, die 48. Neudorfer Woche eröffnen zu dürfen, aber richtig eröffnen tun wir sie erst am Sonntag. Morgen sind wir im Bärenkopf, um die 45-Jahr-Feier zu feiern. Aber jetzt einmal diese Ausstellung zu eröffnen, ich glaube, ihr habt es fast jeden Tag offen, im Programm steht es. Oder nur am Wochenende. Nur am Wochenende, das müssen wir dann auch noch sagen. Gut, am Wochenende müssen wir das noch einmal sagen, weil die Zuschauer von Neudorf TV sollen es ja wissen, aber das, glaube ich, soll nachher die Familie Grad im Interview sagen, ja, also ich darf diese Ausstellung jetzt eröffnen. Und jetzt bin ich ein bisschen beschämt. Kim, hilfst du mir? Ich kann es aber jetzt nicht in die Länge ziehen. Also das gehört deiner Frau, lieber Hans, dafür gehört das dir. Ja, okay, machen wir so. Und das geben wir jetzt deiner Frau wieder zurück. Dann machen wir es so. Also lieber Erhard, der ist unser Blumenprinz, bitte schau. Ja, okay. Ja. Nein, ist egal. Gut, also ich darf die Ausstellung eröffnen, wünsche Ihnen viel Freude mit den Bildern und euch viel, viel Besuch und dass der Name Maria Wondra wieder in alle unsere Erinnerung kommt, das finde ich wirklich eine tolle Idee und danke, dass ihr diese Idee gehabt habt. Ausstellung anlässlich der Wiener Neudorfer Woche als Eröffnung ist ja schon eine ganz besondere Ehre und wir haben eine Wiener Neudorfer Künstlerin und das war ihre Mutter. Richtig. Haben Sie eigentlich damals als Kinder schon mitbekommen, das Talent Ihrer Mutter? Eigentlich nicht. Als Kinder konnten wir das nicht feststellen, erst später, als wir größer wurden und wir einiges von der Mutter gesehen haben. Aber die Mutter konnte, es war so, die Mutter war sehr, sehr begabt, wie man an den Bildern sieht. Aber nach dem Krieg war es für die Leute nicht möglich, das an Bildung, was man gerne hätte, zu realisieren. Und meine Mutter wäre sehr gerne an die Akademie gegangen, aber damals musste man, also unser Vater und unsere Mutter musste schauen, dass sie für uns etwas zu essen hatte und eine Unterkunft. Und das waren damals die dringlichsten Anforderungen, die an die Menschen gestellt wurden. Wäre unsere Mutter an die Akademie gegangen, bin ich sehr, sehr sicher, dass man sie heute sehr, sehr gut kennen würde.
aber sie hat ja mit ihren Models, die sie gestaltet hat für verschiedene Frauenzeitschriften, ja auch eigentlich einen tollen Erfolg für die Nachwelt hinterlassen. Ja, mit Sicherheit. Sie hat ja nach dem Krieg gleich angefangen, am Küchentisch diese Sachen zu malen, zu zeichnen, für Burda zum Beispiel, und hat da bestimmt auch einiges bewirken können, für sich selbst auch natürlich und natürlich dann auch für die Mode etwas, aber leider konnten wir waren ja noch so klein, konnten wir das gar nicht so bewerten, also wir haben das gar nicht so mitbekommen, dass sie da nächtelang an den Dingen gezeichnet hat oder gemalt hat. Die Ausstellung zeigt aber, dass sie nicht nur für Mode etwas getan hat, sondern sie hat also hervorragende Bilder gestaltet, die wir hier an der Wand hängen sehen in dieser Ausstellung. Ja, also die Bilder sind sehr vielfältig. Sie hat auch sehr vielfältige Motive. Sie ist auch relativ viel gereist mit Hilfe meines Bruders und hat da dann auch viel mitgebracht und hat es dann auch in Bilder umgesetzt. Das sieht man ja an dem einen Bild mit dem Mond, dass er den Kunstpreis bekommen hat von Land Niederösterreich, dass sie da in die Richtung auch ein bisschen, kann man sagen, was ausprobiert hat. Ne? Mal Acryl, mal wieder Aquarell, mal wieder Öl. Also sie war da sehr, sehr vielfältig. Also ich glaube, dass die Modezeichnungen, die damals ja, sagen wir, zweckorientiert waren, dass die Modezeichnungen nur eine Initialzündung waren für ihre späteren Bilder. Sie hat also, weitgehend ist sie gegangen in die Richtung, Landschaftsmalerei, auch weitgehend in Öl, aber zum Teil auch in Aquarell und hat da wirklich ganz, ganz ausgezeichnete Bilder malen können. Und es wurden auch sehr viele Bilder verkauft. Sie hat doch relativ viele Ausstellungen gehabt und die sind alle sehr, sehr erfolgreich gewesen. Wir sind hier bei dem Verein Alt Wiener Neudorfer und die haben wieder eine Kunstausstellung auf die Beine gestellt. Ja, also genau genommen, es ist die inoffizielle Eröffnung. Die offizielle haben wir noch für uns, wird diesmal am Sonntag sein. Also ich bin sehr, sehr stolz und dankbar, dass der Verein Alt Wiener Neudorf sich alle Jahre wirklich eine überraschende Ausstellung überlegt. Und ich denke mir, die Ausstellung der Maria Wondra, die ja wenig Leute in Neudorf kennen, die Talent kennen wenig Leute und lernen sie jetzt kennen, ist wirklich eine enorm gelungene Ausstellung. Ich habe das Glück gehabt, die Frau Wondra kennenzulernen und kann mich noch gut erinnern, bei einem ihrer Geburtstage, wo ich dabei sein durfte, hat sie mir damals also erstens einmal ihre Aquarelle gezeigt, aber auch ihre Zeichnungen gezeigt, die sie damals für die Zeitschrift Burda gemacht hat und ich war total weg, weil ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und die Lieblingszeitung meiner Großmutter und die meistgelesene Zeitung bei uns zu Hause war die Burda und ja, wahrscheinlich habe ich damals schon die Maria Wondra kennenlernen dürfen. Ich habe gerade mit ihren Söhnen auch gesprochen und die sind auch der Meinung, sie hätte auch mehr erreichen können, wenn sie damals die Gelegenheit gehabt hätte, auf eine Akademie zu gehen. Und so ist sie halt, ich sage immer unter Anführungszeichen, nur bei diesen Modezeichnungen geblieben, die auch mir so in Erinnerung sind von früher. Ja, also ich glaube wirklich, dass das war wahrscheinlich die Zeit damals, dass viele Talente verkümmert sind, weil man musste sich in der Nachkriegszeit natürlich, hat es andere Probleme gegeben, man musste sich ein Leben aufbauen. Ihre beiden Söhne, mit denen ich ja auch sehr eng befreundet und bekannt bin, sind ja knapp nach dem Krieg zur Welt gekommen und da hat sie natürlich ganz andere Notwendigkeiten gehabt, aber ich gebe dir recht, hätte man dieses Talent rechtzeitig erkannt, sie hätte sicher über die Kunstakademie ganz sicher auch ihren Weg gemacht. Ja, und ich habe mit ihr in meiner ersten Bürgermeisterzeit 2000-2001 Ausstellung machen können im Rahmen der Wiener Neudorfer Kulturtage und da hat sie mich mit Aktzeichnungen überrascht. Sie war eine ganz tolle auch Aktzeichnerin. Also man sieht, sie hat ein umfassendes Talent gehabt. Gott sei Dank hat sie es dann in ihrer Pension ja noch ein bisschen ausleben dürfen. Aber ich glaube, sie hätte viel, viel mehr natürlich schaffen können. Auf jeden Fall eine Ausstellung, die für alle Wiener Neudorferinnen und Wiener Neudorfer interessant ist, oder? Auf alle Fälle und ich darf die Zuschauer von Wiener Neudorf TV wirklich animieren und auch ersuchen, diese Ausstellung zu besuchen, geht ja bis am Ende der Neudorfer Woche und zu den Wochenenden. Also das muss man gesehen haben und ich freue mich sehr, dass damit eine Wiener Neudorferin wieder in Erinnerung gerufen wird.